Hallo, grüßt euch. Wunderschönen guten Tag. Heute ein Daily Tipp vom 2.2.2021. Experte für Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Heute geht es um meinen Daily Tipp darum, dass wir uns mal den Status anschauen. Der Lockdown wird verlängert. Der Lockdown, ganz besonders in Deutschland und in Europa, da scheint sich doch alles wie so häufig viel langsamer zu entwickeln als wie in Asien oder in den USA oder sonst wo auf der Welt. Und das hat folgende Konsequenzen. Es wird folgende Konsequenzen haben. Der Markt wird sich neu verteilen. Denn diese Verlängerungen der Lockdowns etc. wird einfach zur Folge haben, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Das heißt, diejenigen, die jetzt einfach langsam sind, faul sind, sich auf irgendwelche Hilfen und Unterstützungen verlassen, mehr als sich neu zu erfinden, sich zu digitalisieren etc. Die werden letztendlich langfristig oder mittelfristig sogar die Verlierer sein, vielleicht sogar in die Insolvenz gehen. Diejenigen, die sich neu erfinden, sich, sagen wir mal, dynamisch nach vorne bewegen, sich digitalisieren, neue Wege finden, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu veräußern und einfach letztendlich Gas geben, sich nicht auf irgendwelche Stützen oder Hilfen oder sonstiges verlassen. Oder irgendwelche Mietregelungen oder Insolvenzverschleppungsfreigaben oder sonstiges, die werden letztendlich die Gewinner sein. Und das ist eben ganz wichtig, mal hier ein folgendes Beispiel, zum Beispiel 1873 Rockefeller, zum Beispiel, da war eine riesige Weltwirtschaftskrise. Danach hat sich Rockefeller zum reichsten Mann der Welt gemausert. Ja, er hat damals die Wirtschaftskrise genutzt, indem er einfach gesagt hat, okay, jetzt ist gerade eine Wirtschaftskrise. Was kann ich denn an meinem Businessmodell ändern, um die Schwäche aktuell im Markt oder die Schwäche meiner Mitbewerber sozusagen auszunutzen? Ja, es ist leider so. Das ist Normalkapitalismus. Ja, und danach, dann hat er einige Dinge umgestellt in seiner die Art und Weise, wie er produziert, die Art und Weise seiner Logistik, wie er zustellt, Supply Chain. Also letztendlich die gleichen Themen mehr oder weniger wie heute auch. Heute nur etwas digitalisierter. Und hat damals eben 77 oder 73%, 1873 war das, und 77% des Marktes mit eben übernommen. Und seitdem eben, heute kennt ja Rockefeller jeden. Ja. Tja, auch jemand, der auch ein weiterer Mensch, wo jeder kennt, ist Jeff Bezos mit Amazon. Schon damals in der 2000er Bubble-Dotcom-Blase ist als Gewinner hervorgegangen, hat überlebt. Und jetzt eben 2020, jeder weiß es, es ist ja erst vor einem Jahr gewesen. Ja, da wo alle runtergerauscht sind, hat er seine Aktie verdoppelt sozusagen. Man könnte ja auch Tesla reinschreiben oder andere. Aber Amazon kennt halt wirklich jeder. Und warum? Ja, auch ganz ähnlich wie bei Rockefeller, eigentlich direkt vergleichbar. Die haben sich gesagt, naja, wer schwächelt jetzt gerade im Markt? Wer hat denn jetzt wirklich die größten Nachteile aufgrund der Lockdowns, die gerade weltweit durchgeführt werden, diese einmalige Situation, sagt sich halt ein Jeff Bezos. Ja, ist zwar traurig, aber ist halt nun mal so. Das heißt, traurig wäre schon wieder eine Bewertung. Also ganz wertefrei ist es einfach der Markt. Angebot und Nachfrage, sagt er sich, okay, was kann ich hier machen? Ja, ich kann natürlich jetzt den lokalen Retail sozusagen, den ich sowieso schon die ganze Zeit bedränge, ja, einfach mal komplett ersetzen. Und das hat er auch gemacht. Und viele, die sich jetzt über Amazon gewöhnt haben, sich über Amazon Dinge zu bestellen, ja, werden das auch nicht wieder rückgängig machen. Und das ist einfach so, wenn du jetzt halt hier zum Beispiel schläfst und einfach nur wartest, okay, dich eingräbst, ja, ich warte mal noch kurz, bis die Krise wieder vorbei ist oder was auch immer. Das wird, in Deutschland wird das alles immer ein bisschen länger dauern wie sonst. Ja, wir sind einfach so ein bisschen träges Volk diesbezüglich, leider, was auch sozusagen regierungsmäßig betrifft. Manchmal möchte man meinen, das ist absichtlich so irgendwie. Aber auf jeden Fall, weil wir eigentlich ein sehr dynamisches Volk sind, ja, das widerspricht sich besonders in Deutschland, in Frankreich oder Italien oder so. Ja, da würde ich das auf gar keinen Fall, widerspricht sich das auf gar keinen Fall. Aber wir sind halt einfach in Europa und somit ist es ein bisschen komisch. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es entsteht Inflation, die Preise werden künstlich aufgeblasen. Ja, es ist auch ganz klar, dass sich viele, die jetzt sozusagen Marktanteile sichern können. Ja, also das heißt, es sind insgesamt dann weniger Player am Markt in vielen Branchen, Nischen. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, was das genau ist, aber einfach übergeordnet von der Vogelperspektive
dann können die wenigen, die sich sozusagen übrig bleiben, können natürlich die Preise in die Höhe ziehen. Und dadurch wird natürlich Inflation künstlich aufgeblasen. Ja, auch. Also Inflation wird in vielerlei Hinsicht wird höchstwahrscheinlich kommen, eventuell vielleicht sogar ganz gravierend. Und dadurch entsteht natürlich auch die Spaltung der Kaufkraft, ja, weil es wird dann eingegeben, wenige wahrscheinlich oder ein relativ kleiner Teil in verschiedenen Märkten, je nachdem, die halt einfach dann über die wesentlich erhöhten Preise, stetig erhöhten Preise eben mehr verdienen und sozusagen im Kreislauf des Geld- und Wirtschaftskreislaufes dann weiterhin überleben werden. Andere werden nachziehen, die sich das eben leisten können, werden das kaufen und sozusagen dann einfach dabei bleiben. Aber es wird auch Spaltung der Kaufkraft bedeuten, denn all diejenigen, die jetzt irgendwelche sich auf Hilfen verlassen, ja, sind wir wieder bei dem Thema, Unterstützungen verlassen und so weiter, die bekommen ja nur das Minimum. Die bekommen ja nur eben so viel, dass sie gerade überleben, wenn überhaupt. Ja, und einige von denen werden dann trotzdem noch pleite gehen. Ja, das ist ja eben auch, dass die sich irgendwie faul das ist jetzt auf der Personenebene, ja, also wenn du arbeitslos bist oder auf irgendwie dieses Arbeitergeld und so weiter. Also egal ob auf Personenebene oder auf Wirtschaftsebene oder auf Firmenebene, völlig egal. Du hast da auf jeden Fall, also wenn dich auf irgendwelche Hilfen verlässt, bekommst du das Minimum, hast am Ende auch viel weniger Kaufkraft als Firma oder als Person und wirst dann letztendlich auch, selbst wenn der Lockdown alles wieder weg ist, wird der Markt umverteilt sein und du wirst einfach insgesamt viel zu wenig Geld haben, um dann noch, selbst wenn der Lockdown wieder weg ist und du theoretisch wieder zurück bist zum Back to Normal. Da wird es kein Normal mehr dann wahrscheinlich vielleicht eventuell geben. Und du kannst dann vielleicht die bis dahin angezogenen Situationen und Preise nicht mehr nachkommen und fliegst halt dann raus. Ja? Also, das sind sozusagen die Dinge, die du beachten solltest. Und wenn du zum Beispiel ja, Wege suchst, jetzt nochmal Gas zu geben, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja? Happy Hunting. Ja? Und wenn du aus der IT-Branche bist, können wir gerne mal telefonieren. Auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt Mittel und Wege, wie wir doch mal ein bisschen den Umsatz anziehen. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.